Dazu jetzt im Studio der Kartellrechter Hans-Jürgen Meyer-Lindemann. Schön, dass Sie da sind. Ich habe noch nicht ganz verstanden, jetzt, was genau jetzt Neues an den Erkenntnissen aus den Dokumenten. Vielleicht können Sie uns das nochmal sagen. Ja, aus den Dokumenten vielleicht gar nicht so viel Neues. Also ich meine, das ganze Verfahren ist sowieso eigentlich das übliche Verfahren. Die Kommission hat ja nur noch einen Term bis zum Herbst und dann ist alles vorbei. Die wollen also jetzt nochmal einen reinen Tisch haben. Aber so, das Neues gibt es schon? Aber ja, vom durchaus, was das Rechtliche, was die rechtliche Beurteilung angeht. Denn was ist denn ein Kartell? Das ist normalerweise, wenn Wettbewerber sich zusammensetzen in einem dunklen Raum und da über Preise sich austauschen, sowas, nicht? Aber hier geht es um was anderes. Hier geht es um technische Spezifikationen, die erreicht werden mussten. Und wenn nachher argumentiert werden kann, dass man zusammensaß, um diese Spezifikation möglichst genau zu erreichen, ja, dann hat man eine wunderbare Verteidigung gegen den Kartellvorwurf. Wenn man nachher da rausgeht und sagt, dann die Unwahrheit und lügt, dann mag das ein Betrug sein, aber dann ist das kein Kartell. Also ist der Kartellvorwurf aus Ihrer Sicht jetzt eher bestärkt oder abgeschwächt? Der wäre hier eigentlich eher abgeschwächt. Okay. Also das muss man sich genau anschauen und das wird sicherlich auch nachher gerichtlich noch zu überprüfen sein. Okay, und auch die mögliche Kartellbuße von 50 Milliarden, die ist wahrscheinlich übertrieben. Naja gut, da hat man geguckt, 10% der Umsätze der Unternehmen, das ist die absolut höchste Grenze. Selbst bei Google, da gab es eine Milliardenstrafe und das war nachher 2%. Mhm. Also so werden die Bußgelder auch nicht festgesetzt. Also niedriger, wenn überhaupt. Denke ich, wesentlich niedriger. Und das basiert dann auf den Umsätzen, die man gemacht hat. Wie wird es jetzt weitergehen aus Ihrer Sicht? Naja, jetzt wird es erstmal die Beschwerdepunkte geben. Da wird drinstehen, wie die Kommission den Fall sieht. Dann können die Unternehmen da Stellung nehmen. Die werden dann ihre Beurteilung der Lage darlegen. Und dann wird man sehen, ist die Kommission dadurch überzeugt oder nicht. Wenn sie überzeugt ist von ihrer eigenen Ansicht, naja gut, dann gibt es Geldbußen. Und dann geht es zu den Gerichten. Aber das bezweifeln Sie eher. Haben wir gerade. Man muss das wirklich abwarten. Das ist wirklich auch eine neue rechtliche Fragestellung. Okay, schönen Dank für diese Einschätzungen an den Kartellrechter Hans-Jürgen Meyer-Lindemann.